Genau das ist der Grund, wieso ich in der nächsten Zeit keine KS-CPU von Intel mehr vorstellen werde. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX-TV und in dem heutigen Video wollen wir uns mit dem Flaggschiff von Intels Alder Lake-Generation beschäftigen. Ja, dem i9-12900KS, der Special Edition mit einem 5,5 GHz Turbo. Ist das Beste, was ihr derzeit aus dem Hause Intel bekommen könnt? Ja, für einen stolzen Preis von gut 750 Euro, entsprechend 150 Euro teurer in der Regel als der ganz normale i9-12900K, den ich selber sehr schätzen gelernt habe, aufgrund von seiner Leistung. Entsprechend war ich neugierig, was hier der KS zu bieten hat. Ich habe ihn in der letzten Generation übersprungen, der ganz normale i9-10900K, und allgemein in der Vergangenheit die KS-CPUs bzw. Special Editions sind eben nichts weiteres als selektierte CPUs, die eben etwas höher takten können als deren Vorgängermodell und entsprechend sind sie nicht zwingend notwendig. Ja, das ist eben ein Enthusiastenprodukt. Die Frage ist nur, wie viel Mehrwert bekommt der Enthusiast, der sich hier diese CPU für einen sehr, sehr gewaschenen Preis kauft und sein eigen nennt. Ja, da war ich sehr neugierig und entsprechend auch sehr dankbar, dass mir Intel den Chip hier soweit zugeschickt hat. Ich darf den nicht behalten, keine Sorge. Aber die Möglichkeit, diese CPU auf dem Kanal zu testen, war es mir allemal wert. Und entsprechend habe ich den Test auch relativ umfangreich aufgestellt. Nicht nur, dass wir das Ganze mit zwei Grafikkarten, einer RTX 3080 Founders Edition und meiner derzeit eigenen Grafikkarte, der 3080 Ti, soweit getestet haben, um eben nochmal ein bisschen mehr das CPU-Bottleneck, den Flaschenhals auszureizen. Ja, der Supernova Radiator, 1080 mm, insgesamt 920 mm Lüfter von Lian Li. Ja, das sind die brandneuen Infinity-Lüfter, die ich in dem Video, wo ich das gesamte Setup hier soweit fertigstelle und mein Testbench für den i9-12900KS und dann künftig die 13. Generation, also den i9-13900K, dann anschließend testen werde, wenn es soweit ist. Ja, denn ich habe entsprechend die gesamten Benchmarks, nicht nur für den i9-12900KS, sondern den ganz normalen i9-12900K wiederholt, mit DDR5-Arbeitsspeicher bei 5600 MHz. Wieso 5600? Ganz einfach, das ist zwar jetzt noch ein übertaktetes XMP-Profil, nativ läuft der Arbeitsspeicher für die 12. Generation entsprechend bei 4800 MHz JEDEC-Standard. Und die 13. Generation macht einen relativ großen Sprung von 4800 Standardwert auf 5600 Standardwert. Und damit ich dann künftig im Herbst, wenn dann die neue Generation von Intel auf den Markt kommt, testen und vergleichen kann, habe ich jetzt natürlich schon mal direkt mit dem KS und dem normalen i9 mit 5600 MHz getestet. So. Das ist zusätzlich auch noch sehr, sehr interessant, weil wir natürlich mit aktuellen Treibern die 3080, 3080 Ti getestet haben und meine vorherigen Ergebnisse mit dem i9-12900K und 5800X3D. Ja, also AMD Ryzen werde ich hier auch mit ins Rennen holen, vergleichen, wie AMDs derzeitiges Gaming-Flaggschiff sich hier gegenüber dem KS behaupten kann, gerade weil hier wirklich ein enorm großer Preisunterschied zwischen diesen zwei CPUs liegt. Natürlich in Sachen CPU-Rechenleistung wissen wir, der kleine 8-Kerner ist eben von AMD komplett aufs Gaming fixiert worden mit dem 3D V-Cache. Intels i9 bietet hingegen weitaus mehr. Ja, das ist ein Rechenmonster schlechthin. Das Teil bietet enorm viel CPU-Rohleistung, die sich natürlich auch zum Arbeiten, zum Videos schneiden, Streaming und Encodieren enorm gut eignet. Ja. Und entsprechend werdet ihr auch in den synthetischen CPU-Benchmarks sehen, die bewegen sich in komplett anderen Ligen.
Aber in puncto Gaming, und das ist ja natürlich der Hauptaspekt einer Special Edition, die selektiert ist, die einen möglichst hohen Single-Core hat, am interessantesten. Und entsprechend, ja, was ist mein Test-Setup? Ich habe hier von Asus das Z690 Apex Board. Ja, das Ganze habe ich natürlich auf dem Kanal bereits vorgestellt gehabt. Ja, und im Zusammenbau des Testbenches auch soweit ein bisschen gezeigt gehabt, was alles verwendet wird. Also wenn ihr Interesse daran habt, was die gesamte Konfiguration hier angeht, schaut euch dieses Video an. Das Ganze ist in der Infobox verlinkt. Und wirklich sehr, sehr spannend. Hätte ich jetzt aber das Ganze irgendwie versucht, alles in ein Video zu stopfen, wäre es einfach weitaus zu lang geworden. Und entsprechend wollen wir gar keine Zeit weiter verlieren. Und wir starten mit den synthetischen CPU-Benchmarks. Wir haben entsprechend herausgefunden, was die maximale Leistungsaufnahme als auch die Temperaturen angeht, in denen sich der i9 hier bewegt. Und das war wirklich beängstigend. Ja, aber schaut es euch erstmal selbst an und wir sehen uns dann gleich. Jetzt geht es an den Prime 95 Small FFT Test. Ja, wir werden einmal das Ganze gleich anschmeißen und ich bin echt gespannt, was der i9-12900KS hier von dem System abverlangen wird, ob der 1080mm Radiator ausreicht, um diese CPU zu kühlen. Ja, erster Eindruck, bis zu 310 Watt waren hier in meiner Benchmark-Reihe soweit vertreten und auch die 97 Grad Celsius Maximaltemperatur waren nicht ohne. Ja, ob Prime das nochmal toppen kann, das finden wir jetzt heraus. Ja, okay, wir sind wenige Sekunden im Prime drin und wir erreichen hier tatsächlich schon die 100 Grad Celsius auf dem CPU-Package. Das ist natürlich krass, ja, es dippt zwar immer mal wieder runter auf 97, 98 Grad, die CPU taktet nichtsdestotrotz auf über 5 GHz auf den P-Cores, ja, die E-Cores hier mit 4 GHz, das sieht soweit jetzt noch nicht so krass nach einem stark runtertaktenden Prozessor aus, ja. Also erste Welle ist hier auch schon soweit überwunden, maximale Leistungsaufnahme am Package gemessen. Und das ist natürlich richtig pervers, Leute. 340 Watt. Wir bewegen uns gerade bei 310 Watt so. Ja, ausgepegelt. Aber ja, 5 GHz werden hier gehalten. Also es ist wirklich das absolute Limit, an dem sich diese CPU hier bewegt. Das ist einfach absurd. So, Freunde, Prime 95 läuft seit satten 30 Minuten und das bei über, oder na, ziemlich genau 100 Grad Celsius. Die CPU läuft gerade ebenfalls immer noch bei über 300 Watt, also 315, 316 liegen gerade an.
Und die einzelnen Kerne, ja, die P-Cores hier immer noch auf stabilen 5 GHz, 5,1 GHz All-Core, ja, müsst ihr euch mal geben, dass dieser Wert hier über eine halbe Stunde lang gehalten werden kann. Mit einem maximalen Peak von 340 Watt ist das einfach abnormal viel Leistungsaufnahme. Ebenfalls hier die E-Cores bei 4 GHz auch ziemlich stabil gehalten und ja, die CPU lief über diese 30 Minuten lang rock stable. Also ob das jetzt tatsächlich ja, alltagsrelevant ist, dass Prime 95 hier die CPU bei 100 Grad auf Anschlag hält, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln, aber ich finde es auf jeden Fall so sehr spannend zu sehen, wie das Verhalten des i9-12900KS in so einer Situation ist. So Leute, ihr habt es gesehen, im Prime 95 haben wir hier mit dem KS tatsächlich die 100 Grad Celsius erreicht und das trotz der Custom Waterloop mit insgesamt 920 mm Lüftern an einem Supernova Radiator. Ja, jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, ja, dann kann man das Teil doch in keinem System bändigen. Wir müssen eins uns ganz klar vor Augen führen. Wir haben nicht das Problem, dass dieser Radiator nicht genug thermische Kapazitäten aufweist und diesen Prozessor rein technisch gesehen von dem Stromverbrauch. Ja? Es ist eine Leistungsaufnahme von 340 Watt im Peak, die wir hier im Prime 95 gesehen haben. Das ist rein technisch hier kein Problem für so eine Konfiguration. Das Problem ist, die Oberfläche eurer CPU ist enorm klein. Ja? Und wir kriegen mit der Waterloop die Hitze aus dem Prozessor nicht schnell genug an den Radiator gebracht und entsprechend, egal wie viele Radiatoren ihr hier ranhängt, ja, mit einer Custom Waterloop in dieser Konfiguration, zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich keine Möglichkeit, niedrigere Temperaturen unter Volllast zu bekommen. Und das ist wirklich erschreckend. Ja, wir sind einfach viel zu weit an die Limits, was wirklich vertretbar ist, herangerückt. Da fühle ich mich deutlich besser mit dem i9-12900K. Ja, der KS Special Edition, ja, macht mir einfach nur Angst. Und ich kann verstehen, für Extreme Overclocker, die entsprechend Overclocking-Rekorde jagen und wirklich ins Extreme gehen, die auch extreme Kühllösungen verwenden und vielleicht auch in den Bereich unter Null vorstoßen, da spielt das alles keine Rolle. Ja, das ist eine selektierte CPU, eine CPU, die eben mehr drauf hat als der normale i9-12900K. Ja, und sie nimmt keine Rücksicht darauf, wie viel Strom sie verbraucht. Die Regler sind alle nach oben gezogen und entsprechend sieht man das auch im Gaming. Und entsprechend ist genau das der Grund, wieso ich den i9-12900KS keinem Gamer empfehlen würde. Nehmt den normalen i9-12900K, ganz ehrlich, aber schaut euch erstmal die Ergebnisse an und dann sehen wir uns gleich zum Fazit. We'll be right back.
particle beam weapons. So, Freunde, ich bin jetzt mit meiner Testreihe mit dem i9-12900KS soweit durch. Und was wir hier auf der rechten Seite sehen, ja, sind nicht die Ergebnisse nach den Benchmarks. Ich habe das Ganze resettet und dann einfach meine Gaming-Benchmarks, ja, also ganz normale Spiele, in 4K, 1440p und 1080p. Und das Ergebnis ist wirklich erschreckend. Wir haben hier Spikes von 300 Watt. Ja, 300 Watt in Gaming-Szenarien, das sind natürlich nur Momentaufnahmen. Der Prozessor hat entsprechend hier ein, zwei Kerne, auf denen er immer mal wieder auf diese 5,5 GHz hochtaktet. Ansonsten ja, ziemlich stabil auf 5,2 GHz All-Core. Das ist natürlich beachtlich, ja, was das Ding hier leistet. Gaming-technisch natürlich ja, ein Traum, aber... Ja, 300 Watt Spikes bedeuten auch 97 Grad Celsius Spikes von der Temperatur. Die Spikes beim i9-12900K lagen bei 189,5 Watt. Das sind 190 Watt Spikes, maximal 63 Grad Celsius beim Gaming, gegenüber 300,82 Watt, ja, und 97 Grad Celsius. Wir reden hier von Gaming-Szenarien. Auf der linken Seite die RTX 3080 und auf der rechten Seite die 3080 Ti. Zwei sehr, sehr unterschiedlich leistungsstarke Grafikkarten. Und was hier das CPU-Verhalten angeht, unterscheidet sich die Auslastung bzw. die Leistungsanforderung an den i9 hier schon immens. Ja? So stark, ja, dass ich wirklich überrascht war. Das ist natürlich ganz klar, denn wir haben eben eine leistungsstärkere Grafikkarte, die mehr Bilder pro Sekunde, mehr FPS produzieren kann. Aber dass sich das dann tatsächlich so stark unterscheidet, ja, wir sehen hier nämlich das Maximum, ja, der Peak in 4K, 1440p und 1080p. Beim selben Setup, ja, dieselbe CPU, lediglich die GPU einmal ausgetauscht auf die 3080 Ti, lag der Stromverbrauch bei 300 Watt im Peak, ja, 300,82 Watt. Und das macht einfach auch in der Spitze hier, ja, einen Temperaturunterschied von 90 zu 97 Grad Celsius aus. Das ist wirklich immens. Ja. Das ist wirklich so krass, dass ich echt teilweise ein bisschen schockiert war. Gerade wenn wir jetzt kommende Grafikkarten sehen werden, die eben noch leistungsstärker sind und noch mehr von der CPU abverlangen werden. Ich werde jetzt das Ganze mit dem normalen K auch im Direktvergleich kurz rausholen. So, zur linken Seite wieder die 3080, zur rechten die 3080 Ti. Und auch hier, ja, und das Problem ist, dieses Verhalten war ein bisschen anders hier in der Realität. Ja, in der Realität war der i9-12900K mit 200,62 Watt, erstens, ja, in der Spitze gut 100 Watt niedriger als der KS, aber wir haben hier auf der rechten Seite das System mit der 3080 Ti, das mit gerade mal
189,5, also 190 Watt zu Buche geschlagen hat und damit nach, ja, beim selben Testszenario 10 Watt unter der 3080 lag. Das heißt, wir haben hier gar nicht so diese Diskrepanz im selben Verhältnis, von wegen bessere GPU verlangt von der CPU mehr Leistung ab, ja. Das war mehr oder weniger gleich. Ja, und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Ja, ihr könnt gerne euren Senf dazu in den Kommentaren lassen. Aber diese CPU-Diskrepanz zwischen unterschiedlichen Grafikkarten und gerade bei besonders leistungsstarken CPUs wie dem i9-12900KS, es ist natürlich in irgendeiner Form nachzuvollziehen, ja, aber nicht zu rechtfertigen. Ja, das wollte ich hier an der Stelle einfach hervorgehoben haben. Und jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, okay, wie sieht es von der Performance aus? Ja, und das ist das Erschreckendste. Reihenfolge ist gleich geblieben. Links der i9-12900K, rechts der i9-12900KS. Wir können uns das anschauen, das sind Messschwankungen. Ja? Das Witzige ist, der i9-12900K hat hier sogar durchschnittlich besser abgeschnitten. Wir haben hier nämlich 85 FPS zu 83, 68 zu 68. Okay, im 4K wissen wir, der Bottleneck ist an der Stelle nicht die CPU, sondern die GPU. Es ist eine 3080 Ti angemerkt. Ja? In WQHD 1440p 141 zu 138 FPS. Das sind 3 FPS weniger für den KS. Ja? 110 zu 104 FPS bei den 1% Lows, das sind schon mal 6 FPS weniger. Weniger, Leute. Und dann 1080p. 175 FPS gegenüber 174 FPS und 126 gegenüber 124 FPS. Ja, das sind Messschwankungen. Ja, das ist 1 zu 1 dieselbe CPU mit einem exorbitant höheren Stromverbrauch. Ja, wahrscheinlich aufgrund dieser unglaublich hohen Temperaturen im Gaming keinen Mehrwert gebracht hat. Ja, Leute, ich mache jetzt hier keinen Flachs. Ne? Kühltechnisch haben wir hier einen 1080 mm Radiator an den KS dran angeschlossen. Ja, bei beiden CPUs haben wir exakt diesen Kühler hier verwendet. Ja, DDC läuft gut und pumpt hier die Kühlflüssigkeit durch das System. Wir haben einen extra für LGA 1700, für Alder Lake gefertigten Wasserkühler von Bitspower und insgesamt 9 dieser Lüfter mit einem fetten Radiator. Ja, das Absurde ist, das System schafft es gerade so, diesen Prozessor zu kühlen, denn es ist nicht die Kühlleistung. Ja, das Ding ist kalt, nahezu kalt. Das Problem, wir können nicht schnell genug die Hitze vom Prozessor zum Radiator abtransportieren. So viel Hitze, wie dieses Ding produziert, so viel Strom, ja, so viel Leistungsaufnahme, wie das Ding im Package abverlangt, ist es nicht in der Lage, einfach von so wenig Fläche so viel Hitze abzutransportieren. Ja? Und entsprechend ist so gut wie jede Wasserkühlung mit diesem Prozessor hier einfach überfordert. So, ihr habt die Ergebnisse gesehen und ich habe wirklich keine Mühen gescheut. Wir haben 4K, 1440p und 1080p Benchmarks in 5 verschiedenen Titeln soweit durchgezogen. Sowohl ein paar FPS-Games, also die entsprechend auch im Bereich von bis zu 300 FPS vorstoßen, als auch AAA-Titel, wo es eben eher um die GPU geht. Das ist mir schon bewusst, aber auch von mir so gezielt gewählt, weil es geht eben nicht immer nur um das CPU-Limit, ja, sondern eben auch, und das muss sich der Gamer bewusst machen, um das GPU-Limit. Entsprechend war ich gespannt darauf zu sehen, im Direktvergleich 3080, 3080 Ti, ja, wie es bei dem i9-12900K versus i9-12900KS aussieht. Und da sind wir auf wirklich interessante Ergebnisse gestoßen. Wir haben insgesamt im 4K-Bereich in den Averages aus dem Durchschnitt von diesen 5 Titeln soweit ermittelt. Bei dem System mit der 3080 entsprechend 76 FPS bei beiden Prozessoren. 62 FPS in den 1% Lows bei beiden Prozessoren. Ja. Nehmen wir dann die etwas leistungsstärkere Grafikkarte, die 3080 Ti, 85 zu 83. Wir können sagen, das sind Messschwankungen und entsprechend wieder gleichermaßen im 4K kein CPU-Unterschied und auch in den 1% Lows 68 zu 68 FPS. Ja, gehen wir eine Auflösungsstufe runter, 1440p, ja, 126 zu 127 FPS im Average mit der 3080 und in den 1% Lows 94 zu 98 FPS. Hey, der KS scheint ja doch was zu bringen. Ja,
es ist fast schon wieder in dem Bereich der Messschwankungen. Also gerade weil die Averages hier auch wirklich mit einem FPS-Unterschied keinen nennenswerten Unterschied verzeichnen lassen. Schauen wir uns das Ganze mit der 3080 Ti an. 141 zu 138 FPS und 110 zu 104 in den 1% Lows. Das ist wieder zugunsten des 12.900Ks. Selbst wenn das hier wirklich Messschwankungen sind, kann noch nicht mal dort mit diesen 1-2 FPS der KS scheinen. Das ist das Problem. Ja, und wenn wir dann den Bereich von 1080p anschauen, wo der Unterschied am größten ausfallen sollte, schauen wir uns das an. 163 zu 163 FPS. Auch hier in den Averages kein Unterschied mit der 3080. Mit 1% Lows bei 121 zu 122 FPS auch hier komplett zu vernachlässigen. Und wenn wir dann alle Hoffnung auf den CPU-Bottleneck mit der 3080 Ti gehen, 175 zu 174 und 126 zu 124 FPS in den 1% Lows, auch hier zugunsten des ganz normalen i9-12900Ks. Und das sind keine Fehler, das ist einfach die Realität. Der KS bringt euch im Gaming nichts, rein gar nichts, außer dieses Verhalten, was ich hier beschrieben habe. Er verbraucht mehr Strom und das teilweise so signifikant mehr, dass es wirklich beängstigend ist, nicht mehr zu vertreten. Und genau das ist der Grund, wieso ich in der nächsten Zeit keine KS-CPU von Intel mehr vorstellen werde, solange es mit der Brechstange einfach ein paar mehr Megahertz gegenüber dem Vorgänger i9 sind. Ja, das finde ich nicht zu vertreten und auch für den Gamer, der sich ja natürlich mehr Leistung erhofft. Ja, das ist einfach nur noch eine Masche, entsprechend im Synthetischen auf dem Blatt Papier eben hochgezüchtete CPUs präsentieren zu können, die so exorbitant viel teurer sind und dann noch entsprechend in dem Stromverbrauch sich so pervers zu Buche schreiben. Ja, und die Temperaturen, das ist ja der nächste Aspekt. Durch die höhere Leistungsaufnahme steigt natürlich auch das thermische Potenzial, in das sich hier diese CPU bewegt, und das ist nicht vertretbar. Ja, der KS i9-12900KS ist in meinen Augen nicht mehr vertretbar. Und jetzt hole ich nochmal den 5800X3D ran. Ja, Benchmarks genau in derselben Woche passiert, wie ich entsprechend auch die Intel-CPUs getestet habe, mit dem i9-12900K, mit 3600 MHz DDR4, nochmal mit in den Ring geworfen, damit ihr hier seht, wir haben natürlich hier den i9, sowohl den K als auch KS, mit DDR5 5600 MHz getestet. Was das perfide ist, im 1440p-Bereich bewegen wir uns bei 126 FPS Average und 96 FPS in den 1% Lows. Das ist so nahe an den i9-Modellen von Intel, dass der 5800X3D gerade wegen seiner enorm guten Effizienz einfach im 1440p definitiv die Krone davon trägt, selbst wenn er vielleicht nicht mit den 1-2 FPS mehr trumpfen kann. So, und in 1080p sehen wir hier sogar den Sieg auf Seiten AMDs. 164 FPS in den Averages und 117 FPS in den 1% Lows, eben ein bisschen hinter Intel. Aber ich würde sagen, AMD hat hier rasiert und uns zumindest gezeigt, selbst wenn sie jetzt hier nicht eine direkte Empfehlung in meinem sehr, sehr kritischen Video zum 5800X3D bekommen haben, weil der 5800X entsprechend nochmal günstiger ist und bereits jetzt schon eine enorm gute Preis-Leistung bietet. Das ist mein Statement zu dem KS. Ich bin wirklich nicht angetan von der CPU. Der normale i9-12900K ist für mich nochmal in ein noch besseres Licht gerückt und ich bin sehr gespannt zu sehen, wo Intel den kommenden i9, den 13900K, platzieren wird. Ihr hoffentlich auch. Bis dahin danke ich euch fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.